Hallo, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute ist Sonntag, mitten im Oktober. Ich bin in Graz und heute erkläre ich euch, wie man zum Studio von Dance Arts Austria kommt. Man kann hier direkt mit der Straßenbahn herfahren, und zwar mit der Straßenbahnlinie 5 vom Jakominiplatz in Richtung Puntigam. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man mit dem Zug bis nach Graz-Puntigam fährt, zu diesem S-Bahnhof, und dort in die Straßenbahnlinie 5 umsteigt. Straßenbahnlinie 5 von Puntigam Richtung Antritz oder vom Jakominiplatz in Richtung Puntigam, und man steigt dann bei der Haltestelle Puchstraße aus. Diese Straßenbahn kommt von Puntigam und fährt nach Antritz. Also jedenfalls mit der Straßenbahn Linie 5 bis zur Haltestelle Puchstraße. Und hier vorne bei der Kreuzung geht ihr dann über eine Druckampel und über drei Zebrastreifen drüber. Hier bei dieser Kreuzung mit dieser Trafik befindet sich dann die Druckampel, und da geht ihr dann über insgesamt drei Zebrastreifen drüber. Der erste Zebrastreifen über die Druckampel, dann der zweite Zebrastreifen nach links und noch einmal, dann bei der Trafik vorbei noch ein Zebrastreifen, und dort fängt dann die Buchstraße an. Also hier seht ihr, was für ein wunderschönes Herbstwetter heute ist. Also wie besprochen, zuerst über den Zebrastreifen mit der Druckampel, dann geht es über den zweiten Zebrastreifen zur Trafik hinüber und dann noch einmal ein Zebrastreifen, dort fängt dann die Buchstraße an. Also zuerst zu dieser Trafik, bei der Trafik vorbei kommt noch ein Zebrastreifen, und hier bei diesem Zebrastreifen fängt die Buchstraße an, geht ihr nach dem Zebrastreifen nach rechts, und dort vorne in der Buchstraße kommt ihr dann zum Studio von Dance Arts Austria. So, und nach dem Zebrastreifen nach rechts, und hier die Buchstraße geht es dann geradeaus bis zur Nummer 17.
Buchstraße 17. Nach links hinein durch den Hof kommt ihr zum Studio von Dance Arts Austria. Das Studio von Dance Arts Austria und die Fitnessräume befinden sich in den Gebäuden in der Buchstraße 17. Das ist hier alles so angeschrieben, dass man das nicht verfehlen kann. Dance Arts Austria in der Buchstraße 17. Hier in diesem roten Gebäude und im schwarzen Gebäude links daneben, hinter dem Baum, das sieht man jetzt nicht. Hier diese beeindruckenden Graffiti-Türme. Hier war früher einmal eine Futterfabrik und da hinten ist heute das Studio von Dance Arts Austria mit vier Fitnessräumen. Zwei Fitnessräume im roten Gebäude und noch zwei Fitnessräume links davon im schwarzen Gebäude. Hier geht ihr dann hinein durch den Hof und da seht ihr noch einmal, dass sich hier Dance Arts Austria befindet. Das ist hier überall angeschrieben und der Pfeil zeigt hier schon nach links, also hier hinein. Hier in diesem roten Gebäude befinden sich zwei Fitnessräume von Dance Arts Austria und die anderen zwei Fitnessräume sind dann im schwarzen Gebäude direkt links daneben. Ihr geht also hier geradeaus in diesen Hof hinein, dann kommt ihr bei so einem weißen Gebäude heraus und bei diesem weißen Gebäude geht es dann nach rechts und hier geradeaus nach vorne kommt ihr dann direkt zu den zwei Eingängen von Dance, wo ihr zu den Fitnessräumen von Dance Arts Austria kommt. Hier im roten Gebäude befinden sich zwei Fitnessräume, der eine im ersten Stock, da finden nur Pole Dance Kurse statt und es gibt noch einen Fitnessraum im dritten Stock in diesem roten Gebäude, da finden teilweise Pole Dance Kurse und andere Fitnesskurse statt, zum Beispiel Aerial Yoga Kurse oder Sixpack Training. Also hier geradeaus kommt ihr dann zu den beiden Eingängen. Hier befindet sich der eine Eingang zum roten Gebäude mit den zwei Fitnessräumen. Da geht ihr über die Stiege hinauf. Also wie gesagt, hier Pole Dance und noch einmal Pole Dance und Fitnesskurse, zum Beispiel Aerial Yoga. Und hier in diesem schwarzen Gebäude im fünften Stock oben befinden sich noch einmal zwei Fitnessräume. Ein Fitnessraum links und einer rechts. Links finden Pole Dance Kurse statt und rechts Jumping-Kurse und andere Fitnesskurse. Also hier werden auch verschiedene Fitnesskurse geboten, sehr viel Jumping-Kurse. Fitnesskurse sind zum Beispiel Beloxing, Bear Concept, Stretching, Aerial Hoop wird hier leider nicht geboten. Und der andere Eingang zu den Fitnessräumen im fünften Stock, das ist hier hinten. Da geht es durch eine Glastür hinein zu einem Aufzug. Fährt man mit dem Aufzug in den fünften Stock hinauf und da befinden sich noch zwei Fitnessräume.
und die anderen Fitnessräume sind dann hier drinnen. So, das war's dann mit meinem heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.